Auch im hohen Alter lernt man ja bekanntlich nicht aus. Die Kinder der Kita Spatzennest in Welzow stehen damit erst am Anfang. Sie können ab jetzt mit dem wissbegierige Kinder lernen innovativ Bildungsprogramm, kurz Wikilino, arbeiten und lernen. Durch den Leipziger Verein Momelino wird das hier umgesetzt. Die Kindertagesstätte Spatzennest hatte sich schon frühzeitig für das innovative Bildungsprogramm interessiert. Also wir waren sehr neugierig auf dieses Programm, weil dieses Programm viele Bildungsbereiche umfasst, die für uns sehr wichtig sind und die wir hier auch regelmäßig durchführen. Wir haben hier einen Experimentierraum und da war es für uns wichtig, viel Input zu bekommen, neues Input zu bekommen, um halt das anzuwenden. Das Bildungsprogramm bietet einen digitalen Workshop und Lernmaterial zum Anfassen. Die Vorschüler sollen so spielerisch an das Thema MINT, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, herangeführt werden. Unter erzieherischer Leitung werden interaktive Spiele durchgeführt. Man möchte eigentlich fördern, dass diese ganzen Thematiken wie Technik, Musik, Kultur, Mathematik zusammenhängen, dass man das nicht als Einzelnes sieht, sondern dass wir zum Beispiel in der Natur ganz, ganz viele mathematische Figuren wiederfinden, dass einfach da das Bewusstsein ein Stück weit erweitert wird, Verknüpfungen dazu angestellt wird und das ist eine gute Vorbereitung auf die Schulzeit. Ganze 9 weitere Kindertagesstätten in der Lausitz werden noch diesen Monat damit ausgestattet. Unterstützt wird der moderne Lernprozess von der Stiftung Lausitzer Braunkohle. Ja, man soll ja an und für sich ein Leben lang lernen und wir sind der Überzeugung, dass die Kita einen ganz wichtigen Grundstein legt für die weitere Entwicklung von jungen Menschen. Deshalb unterstützen wir also dieses Projekt schon sehr, sehr, sehr zeitig und glauben, dass das eine vernünftige Möglichkeit ist, um das zu befördern. Und die ersten Minuten in diesem Projekt haben ja gezeigt, mit welcher Begeisterung auch die Kinder hier dabei sind. Heute wird der Workshop noch von dem Momelino-Verein geleitet und vorgestellt. Ab morgen werden dann die Erzieher der Kita Spatzennest das Programm durchführen und zusammen die moderne Welt des Lernens entdecken.